Ich möchte auf keinen Fall versagen im Twilight Forest. Ich möchte wirklich wissen, was abgeht und mich zu 100% auskennen. Und dafür muss ich mich einlesen. Das habe ich jetzt leider nicht gemacht, aber das werde ich jetzt zum nächsten Mal machen. Und wisst ihr was? Das ist ein Versprechen. So, zum nächsten Mal lese ich mich in Twilight Forest ein und wir können ja jetzt eigentlich nochmal nach Hause gehen und unsere Nano-Armor machen. Und dann sind wir auch vorbereitet auf den Twilight Forest. Dann werde ich jetzt die Rüstung bauen, die ich haben möchte für den Twilight Forest. Und bis zum nächsten Mal habe ich mir dann das Wissen angeeignet, das ich brauche, um dort drin bestehen zu können. So, 65% voll. Machen wir. So, den lassen wir jetzt mal wieder laufen. Ich gucke da so gerne zu. Das ist so befriedigend, wenn man wieder richtig viel von diesem Zeug hat. Ich finde es komisch, dass es teilweise immer wieder ein bisschen absinkt. Na guck mal, jetzt sinkt es wieder. Ach so, das sinkt immer auf glatte Millibuckets. Daran liegt es. Also es sinkt auf glatte 1000, damit man einen glatten Eimer rausnehmen kann. So ist er mal wieder 6000. Das ist schon gut. Das ist schon relativ viel, würde ich behaupten. So. Das kommt jetzt hier alles rein. Das braucht man nämlich alles nicht. Erstaunlicherweise. Ich hatte jetzt gesagt, Appetite, die 4 behalten wir mal. So. Dann gehen wir mal hier wieder zurück und das kommt rein, eine Cobblestone, der ist jetzt sehr wertvoll für uns. Fire Resistance kann rein. Und dann stellen wir noch ein bisschen Copper und Iron her. Ach genau, Iron müssten wir ja jetzt hier auch wieder haben. Genau, zusammen mit einem Ferris. Das ist so das Nebenprodukt, das kann beim... Nein! Das kann beim Pulverizer ab und zu mal passieren. So, wir haben nichts mehr zu essen. Oh! Gucken wir mal, was haben wir denn da noch? Nee, ich glaube, wir haben was dabei, oder? Genau. Wir haben hier noch 12 Brote zum Beispiel. Das ist schon mal eine gute Sache. Dann haben wir wieder was zu essen. So, eigentlich sollte ich rausgehen und Enderman suchen. Das werden wir jetzt auch wieder tun. Wenn Tag ist, können wir unsere Nano-Armor bauen. Das ist kein Problem. Da! Ender tot. Der ist gut genug. Von dem können wir auch was kriegen. Da! Haha! Sehr schön! Großartig! Ach, natürlich, es regnet. Und deshalb spawnen Enderman nicht. Weil die Wasser nicht vertragen. Also ich weiß nicht, ob sie nicht spawnen, aber sie werden sofort sterben und das ist für mich hinderlich. Wisst ihr, was wir da mal kurz machen? So. Rain turned off. Eigentlich müsste es jetzt aufhören zu regnen. Genau. Und jetzt fühlen sich die Endermen wieder wohl hier. Und jetzt können wir selber ein paar Endermen finden. So, ich werde jetzt diesen Light Mage da töten. Meine, ist es komisch, der Light Mage ist ein passiver Mob, aber der Dark Mage ist ein aggressiver. Wow, 22 mit einem Schlag. Und es scheint völlig egal zu sein, ob wir selber ein Dark Mage oder ein Light Mage sind. Und das finde ich nicht in Ordnung. Wenn ich jetzt hier ständig rumrenne und Light Mages töte, dann will ich eigentlich, dass die Light Mages aggressiv werden und die Dark Mages freundlich oder halt passiv. Das will ich eigentlich. Oh, was ist denn das dafür? Na gut, da ist auch schon wieder ein bisschen Iron. Und da ist noch mehr Appetite. Gut, machen wir. Appetite ist eine gute Sache, um es zu verscrappen, einfach weil man so viel davon bekommt. Und wir haben kein Glück auf dem Hammer. Werden wir aber gleich mal die Pickaxe benutzen, damit wir aus dem Appetite noch mehr bekommen. Ich meine, wenn ich mit einem Block irgendwie 5, 6 bekomme, dann ist es besser als nur ein Dirt oder so. Dann bekomme ich da ja viel mehr raus. So, seht ihr, da bekommen wir schon mal 2. Oh, ich habe eben einen Enderman gehört. Ich habe ihn gehört. Er war ganz dicht. Da schon wieder gehört. Oh Mist, der muss hier irgendwo sein. Verdammt. So, wir haben hier Glück auf der Pickaxe. Das ist sehr gut. Das ganze Appetite können wir verscrappen. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir anfangen mit Forestry, dann werden wir auch irgendwo noch Appetite finden. Oder vielleicht noch was übrig haben. Aber das hier ist jetzt einfach perfekt zum Verscrappen. Ich muss unbedingt den Enderman finden. Oh Mist. Mist, das ist jetzt ganz schlecht. Das wollte ich natürlich nicht. Ab nach oben wieder. Ach. Merkt ihr eigentlich, was hier gerade passiert? Es ist wieder richtig schön oldschoolig. Zeug abbauen, erkunden, nach Monstern suchen. Das ist eigentlich das könnte man immer machen. Nicht nur in einem gemoddeten Minecraft. Schon? Ach Mann, verdammter Mist. Ah, verdammter Dreck. So, ich höre den Enderman immer noch. Wo ist der? So, wir werden erstmal da oben das Wasser abblocken. Ah. Enderman, ich bin auf der Suche nach dir. Ich weiche dir nicht aus. Ich möchte gegen dich kämpfen. So, gib mir mal hier einen Dirt. Cobblestone werden wir nicht verschwenden dafür. Jeder Block Cobblestone ist wertvoll. Das ist absurd, ne? So.
Da springen wir jetzt wieder runter und werden jetzt hier ganz in Ruhe das Appetite abbauen. Und nichts und niemand wird uns aufhalten oder stören können. Höchstens der Enderman, wenn er kommt. Aber das ist ja keine Störung. Also Enderman, das darfst du jetzt nicht falsch verstehen, nicht wahr? Lieber Enderman, wenn du hier irgendwo bist, dann komm ruhig mal auf den Sprung vorbei. Du störst mich überhaupt nicht. Ich habe immer Zeit für dich. Sehr schön, noch mehr Iron. Seht ihr mal, Iron ist doch gar nicht so selten. Man muss halt nur mitnehmen, was so in der Höhle rumliegt. So, wo ist der Enderman? Ich habe ihn die ganze Zeit gehört. Ich glaube, jetzt sind wir fast schon zu weit weg. Also irgendwo muss der sein. Hier, relativ in der Nähe. Der kann nicht so weit weg sein. Der war richtig laut. Na Mist. Vielleicht ist er auch oben irgendwo. Vielleicht läuft er ja oben lang. Ah, toll, ein Zombie. Und Skelett. Ach Mann. Nerv doch jetzt nicht, verdammt. Jawohl. Wie schmeckt dir das? So, wir gehen mal hier hoch. Oh, so, super. Muss man sich ja gar nicht rausbauen. So eine Höhlen finde ich eigentlich ganz cool. Die sind richtigen Ausgang haben. Oder halt Eingang, wie auch immer. So, da ist ein Enderman. Da, ich guck dich an. Haha, jawohl, komm her, lass uns kämpfen. Yeah. Oh, ich höre sogar zwei. Ich muss zwei erwischt haben irgendwie. Na los, komm her. Das müssen zwei gewesen sein. Weil den ich hier angegriffen habe, von dem kam das Geräusch nicht. Der war nicht aggressiv. Also das muss ein zweiter gewesen sein. Der ist aber runtergefallen und scheint nicht gestorben zu sein. Der kommt aber irgendwie nicht wieder. Wenn er gestorben wäre, dann hätte das ein anderes Geräusch gemacht. Guck mal, da ist ein Creeper Level 5. Den holen wir uns auch noch. Also da unten wird keine Enderpearl sein, einfach weil der nicht gestorben ist. Das hat das falsche Geräusch gemacht. So, bam. Lightning Summoner. Sehr schön. Mann, stirb. So. Verdammt, ey. Jetzt habe ich einen Enderman gesehen. Ich bin der Meinung, es waren sogar zwei. Und was ist? Tja. Hat nicht wirklich was gebracht. Oh, doch. Eine Enderpearl. Oder? War das jetzt die letzte, die wir brauchen? Oder? Ich habe auf jeden Fall eine. Das ist doch super. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht so sicher, ob wir mit einer im Gepäck losgegangen sind oder ob ich jetzt eine bekommen habe. Ich glaube, wir brauchten noch zwei. Da waren 1500 Millibuckets, also brauchen wir noch zwei Enderpearls, weil eine 250 gibt. Ja, genau. Was ist denn das? Achso, das ist ein Skelett von einem Schwein. Das sah ganz merkwürdig aus eben. War ich ein bisschen verwirrt, sah ein bisschen komisch aus. So, Enderman. Wo bist du? Wo seid ihr? Die spawnen gar nicht so selten, wie man denkt, nicht wahr? Aber trotzdem muss man immer wieder mal nachsuchen. Boah. So, da wird noch mein Schwert stumpf an dir. Sowas kann ich ja leiden. So, verdammtes Skelett. Ja! Ja, das Schwein jetzt auch noch, was soll's. So. Tja. Wo ist der Enderman? Hey, Mr. Enderman. Wo bist du? Da hinten. Da hinten ist einer. Oh, das ist wieder Ender tot. Aber die haben bis jetzt immer eine Enderpearl gedroppt. Jedes Mal. Wo ist er denn? Hallo? Bam! Jawohl! Sehr schön. Geile Sache. Oh, und da natürlich der Angry Enderman. Den habe ich ganz vergessen jetzt. Oh. So. Jawohl, und noch eine. Perfekt. Und die Skelette bekriegen sich hier gegenseitig. Coole Sache. Und der brennt. Wovon brennt denn der? Warum brennt denn da? Hey, sag mal, warum brennt denn das da? Und das breitet sich ziemlich... Hä, was ist denn hier los? Bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Warum war der so schnell, eben der Zombie, hä? Der hat sich gerade ein bisschen merkwürdig verhalten. Aber gut, wir haben drei Enderpearls. Sehr schön. Gut, eigentlich können wir jetzt wieder zurück. Wir haben viel zum Verscrappen. Also an Appetite haben wir wieder sehr viel bekommen. Und wir haben die Enderpearls, die wir brauchen. Sehr schön. Also das läuft ja alles jetzt doch relativ gut und vor allem schneller, als ich gedacht hätte. Kohle haben wir auch, also dürfte die Nano-Armor eigentlich kein großes Problem werden. Müssen halt... Mann, warum fange ich denn ständig an zu... Warum brennt denn das hier überall und warum habe ich eben gebrannt? Ich meine, das Skelett, gegen das wir da eben gekämpft haben, das hatte doch sogar eine Rüstung an und einen Helm. Also das verbrennt doch gar nicht in der Sonne. Verstehe ich jetzt nicht so ganz, was das eben war. Ich glaube, wir können unseren Mass Fabricator wieder anschalten, nicht wahr? Das ist mal eine schöne Sache. Gerade nach Hause gekommen, zack, erstmal den Mass Fabricator anmachen. Cool, das finde ich wirklich cool jetzt. Das funktioniert relativ gut. Ja, der ist voll. Dann holen wir uns jetzt noch mehr Scrap. Haben wir ja sogar noch einiges.
Donnerwetter, ich dachte, wir haben kaum... Ach nee, wir haben ja letztes Mal Appetite reingemacht und sind hier einfach wieder gegangen, ohne zurückzukommen und nochmal zu gucken. So, Enderpearl kommt nicht rein. Lightning Summoner ist lustig, aber brauchen wir nicht. Und Bones brauchen wir auch nicht. So, ach ja, und hier diese Ordinary Steel Chest Plate. Brauchen wir auch nicht. So, gib mir Scrap. Und dann werden wir mal unseren Mass Fabricator wieder anschmeißen. Falls irgendeiner eine Idee hat, wie man das automatisieren kann, dass der Mass Fabricator nur dann läuft, wenn der Energy Buffer voll ist, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare reinschreiben. Würde ich mich sehr drüber freuen, wenn es automatisiert ist. Also wenn der nur anspringt, wenn der Energy Buffer voll ist, und wenn er leer ist, dann schaltet er sich wieder aus. Und zwar so lange, bis der Energy Buffer wieder voll ist. Das würde ich wirklich sehr gerne haben, so ein automatisiertes System. So. Oh, sogar 28%. Also er braucht wirklich nur 70% für fast anderthalb Stack Scrap. Das ist super. Oh, komm, der ist einfach durch mich durchgelaufen. Was ist mit dem los? Ein bisschen laggt mir das irgendwie alles gerade weg. Ich verstehe nicht so ganz, warum. So. Nach wie vor hier Offline-Modus. Ich weiß nicht, warum es laggt. Ist ein bisschen merkwürdig. Eigentlich hätte ich gerne ein Anvil, um meine Diamant-Ausrüstung zu reparieren. Aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, haben wir mehr Diamanten als Iron. Also werden wir darauf mal einen feuchten Pup geben und einfach neue Diamond-Rüstung bauen, wenn wir sie brauchen. Aber brauchen wir ja sowieso nicht, weil wir ja hier unsere Nano-Armor bauen werden. So. Liquid Tesseract, ja, na klar, wir werden jetzt erst einmal das machen. Enderium Blend. Und dann füllen wir unseren Bucket nochmal auf. Da. Sehr schön. Ich liebe dieses System. Das funktioniert richtig gut. Das ist eine tolle Sache. Das muss ich doch hinkippen können, oder? Ja. Resonant Ender. Oh! Oh, Mist! Resonant Ender teleportiert an einen zufälligen Ort. Das hatte ich doch vor einer Zeit nochmal... Das hatte ich vor einer Zeit mal gelesen, aber wieder vergessen. Teleportiert dann an einen zufälligen Ort in deiner unmittelbaren Umgebung. Das ist ja geil. Es sieht genauso aus wie Jellet Cryotherium. Hm. Ach nein, da wollen wir auch gar nicht rein. Sieht genauso aus, aber ist schon was anderes. So, Resonant Ender. Nehmen wir mal mit. Das war jetzt eine coole Sache. Okay, hatte ich schon wieder vergessen. So, und nochmal Enderium Blend. Gut. Na, das geht jetzt da rein. Na ja, gut, von mir aus, was soll's. So. Ach nein, jetzt habe ich's... Enderium Blend. So. Und das benutzen wir mit einem Pyrethium Dust im Induction Smelter. Und Pyrethium Dust ist Coal, Sulfur, Redstone und Blaze Powder. Okay. Gucken wir mal, ob wir das haben. Da brauchen wir ja nur halb so viel. So. Eins, zwei. Sehr schön. Cool, dass wir alles da haben. So, auf zum Induction Smelter. Der ist hier. So. Ach, guck mal, hier haben wir... Ach doch, das ist ja sein Output. Da brauchen wir ja gar kein Gate. Das funktioniert ja so. Das ist ja das Tolle an diesen Thermal Expansion Maschinen, dass die einfach so ihr Zeug rausgeben. Sehr cool. Und da haben wir unser Enderium Ingot. So. Dann brauchen wir noch Hardened Glass. Also wir müssen das zweimal machen. Einmal den Input, wo die Energie reingeht, und dann das zweite, was an unser Quarry angeschlossen wird, wo die Energie rausgeholt wird. Oh Mist. Wir müssen das mit Resonant Ender füllen. Oh nein, wir brauchen noch mehr Enderpearls. Naja, gut. Haben wir da jetzt noch? Ja, wir haben eine noch. Moment mal, konnte man Endstone? Man konnte Endstone herstellen, genau, mit Resonant Ender. Aber man konnte nicht Resonant Ender herstellen, oder? Rezept? Ja, ein Magma Crucible. Smeltery, Block of Solid Ender. Ja, ja, klar. Und eine Enderpearl schmelzen. Aber ansonsten können wir das leider nicht herstellen. Naja, gut. Hätte ja sein können, dass man das irgendwie als Alloy irgendwie benutzen kann oder so. Oder herstellen kann als Alloy. Da haben wir jedenfalls 8 Enderium Ingot. Das ist eine tolle Sache. Und dann brauchen wir hier noch Hardened Glass. Und dafür brauchen wir Lead Ingot und Pulverized Obsidian. Nicht wahr? Genau, Pulverized Obsidian. Und zwar 8 für 2 Stück. Das heißt, wir brauchen... Wir brauchen 2 pro Tesseract Frame, das heißt, wir brauchen 4. Wir brauchen 4 mal 8 Pulverized Obsidian. 4 mal 8 sind 32. Wir brauchen 32 Obsidian. Oh weh. Wir haben gar kein Obsidian. Oh weh. 32 Obsidian, na das wird ein Vergnügen. Ich bin mir gerade nicht mal so sicher. Warte mal, wir nehmen mal ein Bucket mit.
Haben wir? Nein, wir haben kein Bucket. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher, ob wir überhaupt so viel Obsidian in unserer unmittelbaren Umgebung haben. Wir brauchen 32 Obsidian. Meine Fresse. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum dieses Hardened Glas so schwer herzustellen ist oder warum das so wertvoll und so teuer ist. Einfach, weil Obsidian ein schwer zu bekommendes Material ist. Das ist einfach, das ist nicht einfach zu bekommen. Deshalb ist das immer so ein großes Problem. Und hier ist ja fast gar nichts mehr übrig. Das ist natürlich auch nicht so schön. Ich kann mich auch nicht so recht erinnern, wo wir jetzt einen großen Lavasee hätten. Weiß ich nicht. Natürlich im Nether, klar, aber da können wir ja kein Wasser hinkippen. Das verpufft ja einfach. Und das ist ein Punkt, der mir überhaupt nicht gefällt. Also ich fände es ganz toll, wenn wir einfach einen ganzen Nether praktisch mit ein paar Eimern Wasser in Obsidian verwandeln könnten und dann ein Quarry drüber stellen und schon hätten wir unser Zeug, was wir brauchen. Ich könnte jetzt hier die Ecken abschlagen, durchgehen, wieder zurückkehren und wieder die Ecken abschlagen. Aber das will ich nicht. Das kommt mir so unehrenhaft vor. Wir werden jetzt einfach irgendwo Lava finden müssen. Hilft ja alles nichts. Ich glaube fast, hier in unserer ersten Höhle überhaupt Block of Solid Ender. Also eigentlich, na naja gut, das war ja ein ID-Konflikt. Eigentlich habe ich ja hier meine Ender-Blöcke, aber das lassen wir mal. Darüber hüllen wir mal den Mantel des Schweigens. Ich glaube aber, hier unten haben wir irgendwo Lava, bin ich der Meinung. Ich glaube, so ziemlich am Ende dieser Höhle. Müssen wir mal gucken. Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Da ist ein Skelett. Wie kommt denn das hier hin? Verschwinde! Oh, und ein Creeper. Wo kommen die denn her? Die müssen aus irgendeiner benachbarten Höhle gekommen sein, weil hier ist eigentlich alles hell. Ach nee, ich dachte eben, da würden irgendwelche Blöcke fehlen, aber ist nur falsch beleuchtet. Wahrscheinlich, weil da... Na, da war wahrscheinlich mal Sulfur von ICBM und dann hat der Modpack-Autor das wieder rausgenommen und jetzt hat es ja inzwischen wieder zurück eingefügt. Also, da war er sehr inkonsequent. ICBM ist auch so eine Sache, die wir noch machen wollen. Hatte ich ja schon aufgeschrieben, wir wollen da ein paar besondere Explosionen herstellen. So, genau. So, das ist natürlich eine schöne Sache, das funktioniert jetzt deutlich besser so. Aber funktioniert halt nicht perfekt, weil da drunter Lava ist. Ganz blöde Sache wieder. Da müssen wir aufpassen, da kriegen wir einfach nicht so viel, wie wir uns das wünschen würden. Aber es geht schon relativ schnell, damit kann man leben. So, klar, ein bisschen verbrennt, aber was soll's. Ist jetzt nicht so dramatisch.